Hey Leute, ich bin's Jonas und ihr wisst es, ich bin ein iPhone-Nutzer. Als der Uhrenhersteller Skagen auf mich zukam und mir anbot, die Skagen Forza 2 mit dem Betriebssystem von Google zu testen, dachte ich erst, schade eigentlich. Doch nicht umsonst heißt Android Wear mittlerweile Wear OS und zielt in großem Maße auch auf iPhone-Nutzer ab. In diesem Video geht es also um diese Smartwatch und darum, ob Uhren wie sie gute Alternativen zur Apple Watch sind, die unangefochten und abgeschlagen an der Spitze des Marktes thront. Die Forza 2 wurde mir von Skagen zur Verfügung gestellt und ich darf sie nach diesem Test behalten. Alle Urteile in diesem Video sind natürlich meine eigenen. Warum tragen wir Smartwatches? In meinen Augen gibt es drei zentrale Gründe: Benachrichtigung am Handgelenk, Fitnessfeatures und Design. Fangen wir mit dem Design an. Es geht um das Gefühl, kein Stück Technik, sondern einen ästhetischen Zeitmesser am Arm zu tragen, und die Forza 2 löst dieses Versprechen ein. Schnörkelloser Minimalismus durchzieht das Gehäuse, das zudem wasserdicht ist. Es gibt Modelle in Silber, Schwarz oder Gold. Die Formsprache der gesamten Uhr mit dem hochwertigen Lederarmband meines Modells strahlt eine derartige Gradlinigkeit aus, dass ich sie gerne in meinem Video über gutes Design nach Dieter Rams gezeigt hätte. Die größte optische Abgrenzung zur Apple Watch ist natürlich die runde Form. In vielen Augen macht das den Unterschied zwischen Gadget und echter Uhr, und das kann Apple Stand jetzt einfach nicht bieten. Obwohl sie in der echte Uhr-Hinsicht wieder einen Vorteil haben, denn ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass die Forza 2 wahnsinnig filigran wirkt. Hochwertig verarbeitet, aber nicht filigran. Außer an der Krone, die schön geriffelt ist und mit der sich durch die Software scrollen lässt. Leider ist sie etwas schwergängig und manchmal setzt die Unterstützung softwareseitig komplett aus, sodass man zum Scrollen per Finger gezwungen ist. Die weiteren Zeitbuttons sind in den Einstellungen konfigurierbar, leider im Gegensatz zur Ausrichtung der Uhr. So ist die Uhr für niemanden zu empfehlen, der sie am rechten Arm tragen möchte, weil man so permanent das Display verdeckt, wenn man die Knöpfe erreichen möchte. Ebenfalls nicht konfigurierbar ist die Zeit, nach der sich das Display nach seiner Aktivierung wieder abschaltet. 5 Sekunden sind leider lächerlich wenig, dafür gibt es immerhin eine Always-On-Funktion auf Kosten des Akkus, dazu aber später mehr. Das Display selbst ist richtig gut. Mit seinem tiefen Schwarz ist OLED perfekt geeignet für das Darstellen von Watchfaces, die Schärfe ist angemessen und die Farben wunderbar. Der Rand drumherum ist natürlich nicht unerheblich, aber kennt ihr Smartwatches mit deutlich weniger Rand? Wenn ja, schreibt das gerne mal in die Kommentare, denn außer der ersten Moto 360 fällt mir nichts ein. Und die hatte dann halt diese unteren Treiber. Benachrichtigungen funktionieren mit dem iPhone genauso, wie man es sich vorstellt. Sie sind zwar nicht interaktiv, man kann also nicht antworten, sondern einfach lesen oder löschen, aber immerhin löschen sie sich auch gleich aus der Mitteilungszentrale des iPhone, wenn man sie auf der Uhr mit Wear OS entfernt. Auch dadurch, dass App-Icons implementiert sind, wirken die Benachrichtigungen nicht wie Aliens aus einem anderen Betriebssystem. Der Vibrationsmotor ist fragwürdig harsch und leider kein Vergleich zu Apples Taptic Engine. Der größte Fehler, und ich spreche hier aus Erfahrung, den man als Smartwatch-Einsteiger machen kann, ist übrigens, sich jede Push-Nachricht vom Handy aufs Handgelenk spiegeln zu lassen. Der wahre Mehrwert liegt darin, sich nur das Wichtigste anzeigen zu lassen. Und das ist mein Tipp. Nutzt sie als Filter, um seltener aufs Smartphone zu schauen. Und so kommen wir zur Software und den Fitness-Features. Mittlerweile ist Google Fit tief und doch intuitiv in Wear OS integriert. Es setzt auf zwei Ringe. Aktivitätsminuten für kleine Momente im Alltag, indem man zum Beispiel die Treppe geht, statt Aufzug zu fahren, und Cardio-Punkte für Aktivitäten, die den Puls erhöhen. Messbar ist das nun auch, denn im Vergleich zum Vorgänger bringt die Skagen Forza 2 neben Onboard GPS und NFC für Google Pay auch einen Herzfrequenzsensor mit. Google Fit ist sogar in die sonst recht minimalistische Wear OS App fürs iPhone integriert, seit letzter Woche gibt es nun aber auch eine native Google Fit App im App Store. Native Integration ist natürlich das, was im Zusammenspiel von Uhr und iPhone sehr schwierig ist. Es fühlt sich eben an wie ein extern angeschlossenes Bluetooth-Gerät und nicht wie ein Teil eines Ökosystems. So ist der Google Assistant ein reines Glücksspiel und lädt mal ewig und mal überraschend schnell. Funktioniert leider gar nicht. Tatsächlich überraschend sind aber andere Dinge. Zum Beispiel der echte Play Store, der es in einer Miniaturversion auf die Uhr geschafft hat und auch unter iOS die Tore zu seinem Watchface-Bereich geöffnet hat. Übrigens total süß, Wear OS hat noch keine Handschrifterkennung, dafür aber wirklich eine Miniaturtastatur, die erstaunlich akkurat ist. Oder die unterschätzte Find My Phone-Funktion, die einfach das iPhone zum Klingeln bringt.
Auch die Spotify-Integration ist eine wirkliche Erleichterung im Alltag. Das Problem ist, es ist einfach vieles sehr langsam. Das liegt vor allem an Wear OS in Kombination mit dem schon zum Zeitpunkt der Veröffentlichung fast outdatedem Snapdragon Wear 2100 Prozessor. Es ist nicht so sehr das iPhone, das die Uhr zurückhält. Es ist die Uhr selbst. Das ist schade, trägt aber zu meinem Fazit bei. Ich glaube, dass Wear OS eine sehr gute Alternative zu WatchOS von Apple sein kann. Es ist damit immer mehr möglich, als man denkt. Doch nennen wir es beim Namen. Dazu muss es auch so flüssig laufen wie das System der Apple Watch. Der Prozessor ist zwar schwach, aber leider nicht akkuschonend. Ich hatte ehrlich Tage, an denen der Akku leer war, bevor die Sonne unterging. Bevor ich dazu komme, wem die Uhr zu empfehlen ist, muss ich noch einen letzten Punkt erklären. Ich habe irgendwie Respekt davor, Google Daten wie meinen ständigen Standort anzuvertrauen. Das gründet auf keiner Faktenbasis, doch ich bin nicht ohne Grund in Apples Ökosystem. Nun aber zu der Zielgruppe der Uhr, die recht klein ist. iPhone-Nutzer im Google-Ökosystem, die runde Uhren lieben und in erster Linie Wert auf Benachrichtigungen legen. Mit 299 Euro kostet sie genauso viel wie die Apple Watch Series 3, die Apple immer noch verkauft. Und aktuell würde ich in dem Vergleich zur Apple Watch raten. Trotzdem bin ich Fossil und damit Skagen dankbar, dass sie Smartwatches mit Wear OS wiederbelebt haben. Denn es fehlt nicht viel. Ein besserer Prozessor und eine längere Akkulaufzeit und die Rundenzeitmesser erreichen ganz neue Zielgruppen.